Wie gewohnt öffnet die Frühkasse an der Hauptkasse West um 11 Uhr. Stadionöffnung und Kassenöffnung in den anderen Bereichen ist 12 Uhr. Und wir erwähnen 14 Uhr dann Anstoß. Eine kleine Zahl noch zwischendurch. Der Halbjahresdauerkartenverkauf, also Halbjahresdauerkarten für die Rückrunde, wird morgen abgeschlossen. Wir haben ja, also der Verein hat hier im Vorverkauf etwa 750 Karten abgesetzt. Zum Vergleich, für die Hinrunde hier wurden 570 Karten abgesetzt. Bis morgen 14 Uhr sind die Halbjahresdauerkarten noch im Vorverkauf erhältlich, und zwar im Volksstimme Service Center, Goldschmiedebrücke 15 bis 17 hier in Magdeburg. Genau. Ein hohes Zuschaueraufkommen wird am Sonntag erwartet. Dementsprechend bittet der Verein um rechtzeitige Anreise zum Spiel und wie gewohnt auch um die Nutzung der öffentlichen Nahverkehrsmittel, damit alle Fans rechtzeitig zur Partie erscheinen. Thema Zuschauerteilausschluss. Aufgrund des DFB-Sportgerichts sind am Sonntag die Blöcke 3 bis 5 gesperrt und auch der Block 12 ist gesperrt. Für diese Bereiche haben Dauerkarten, Halbjahresdauerkarten und Tageskarten keine Gültigkeit. Da es in den Blöcken 16 bis 18 zu einem erhöhten Fanaufkommen kommen wird, ist wie schon beim Aalen-Spiel ein separater Eingang im Bereich Südwest geschaffen und der ist fußläufig über den Wildparkplatz an der MDCC-Arena zu erreichen. Weiterhin gilt das Verbot des rhythmischen Hüpfens. Auch hier ruft der Verein auf, dass die Fans sozusagen dieses Verbot einhalten und auf das rhythmische Hüpfen verzichten. Einige Dinge noch zu unserem Neuzugang Piotr Svilon. Der Spieler kann am Sonntag noch nicht spielen, weil es noch keine Spielfreigabe vor. Das ist aber nicht unüblich, denn der Verein hat am 31.01. den Spieler verpflichtet, gleichzeitig alle Unterlagen bei der FIFA fristgerecht eingereicht. Hier muss jedoch jetzt der polnische Verband dann sozusagen einen internationalen Freigabeschein erstellen. Und dieser Freigabeschein, wenn dieser vorliegt, dann kann die Spielfreigabe erfolgen. Dafür hat der polnische Verband jetzt 14 Tage Zeit. Das ist ganz normal. Ein ganz normaler Vorgang. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt früher klappt, damit der Spieler dann vielleicht schon in der kommenden Woche gegen Paderborn zur Verfügung stehen könnte. Ja, das die organisatorischen Dinge vorab. Gehen wir ins Sportliche hinein. Ich begrüße erstmal Trainer Jens Hertel an meiner Seite. Bevor ich die erste Frage stelle, möchten Sie einiges erstmal loswerden oder sagen? Deswegen übergebe ich Ihnen erstmal das Wort. Vielen Dank. Ja, also ich glaube, jetzt in dieser Woche gab es halt mal einen Anlass, mit ein paar Sachen nicht ganz so zufrieden zu sein, was jetzt so die Pressearbeit betrifft. Ich denke, wir sind jetzt 2,5 Jahre hier, bin ich hier und habe sehr gut mit allen Pressevertretern versucht zusammenzuarbeiten. Das klappt sicherlich hier mal da, mal besser und mal schlechter. Bloß diese Woche ist halt eine Geschichte so aus meiner Sicht so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und da möchte ich einfach auch nochmal appellieren, dass man dann, wenn man zitiert wird, dass man dann auch seine Arbeit dann sehr sorgfältig macht und nicht einfach nur so ein paar Dinge, die dann vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, dann benutzt. Ja. Also ich habe mich da falsch zitiert gefühlt und die Geschichte wurde eben jetzt so ein Stückchen weiter hochgekocht. Ja. Die Ausgangssituation war ein Foul an Florian Kahrt außerhalb des Strafraums in der Nachspielzeit, wo es hätte für uns Freistoß geben können, aber Florian Kahrt wollte diesen Vorteil eben nutzen, der am Ende kein Vorteil war. Und daraufhin fiel von mir die Aussage, dass er dann einfach auch fallen muss, wenn er klar gefoult wird. Ich habe nie gesagt, dass wir Elfmeter schinden wollen und rausholen wollen, wenn es irgendwie in bestimmten Dingen nicht läuft. Und ich habe auch gestern nochmal ein Telefonat mit Thorsten Ziegner geführt und das auch so mit ihm besprochen. Der hat das also ähnlich gesehen, hat die Situation gesehen und hat das eben auch verstanden. Also von der Seite her ist da jetzt, ich hätte die Reaktion von ihm auch verstanden, ja, wenn das wirklich so von mir gekommen wäre, dann dass er darauf reagiert. Aber die Dinge sind ausgeräumt und da möchte ich jetzt einfach bitten, dass sollte jetzt hier ein Schwamm drüber und ich hoffe, dass das in Zukunft so eine Dinge eben nicht mehr passieren, dass man dann irgendwo falsch zitiert wird und dann irgendwo sich eine Geschichte hochschaukelt, die am Ende gar keine Geschichte ist. Das eigentlich nur zu dieser Sache, die jetzt in dieser Woche so immer ein bisschen, also aus meiner Sicht negativ so ein bisschen hochgekocht wurde. Ja. In dieser Woche ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Der Transfermarkt bzw. das Transferfenster war bis Dienstag offen, 31.01. Uns haben die Spieler Maurice Exlager und Sebastian Ernst verlassen. Dafür kam Richard Weil von den Würzburger Kickers hinzu und eben Piotr Svilon, der zuletzt für Hochhorzo spielte, mit zum Kader. Wie haben Sie denn beide jetzt im Training wahrgenommen? Haben die beiden sich gut eingefunden? Und wie fit sind die beiden? Also
grundsätzlich haben sie sich gut eingeführt. Ja. Also das ist auch in unserer Mannschaft nicht so schwierig. Die Jungs werden eigentlich in der Regel immer gut aufgenommen. Piotr hat mit Marius natürlich jemanden, mit dem er auch ein bisschen Polnisch sprechen kann. Und von der Seite her war das relativ einfach für ihn. Und Richard Weil ist halt ein ganz anderer Typ. Der kennt Magdeburg schon aus der letzten Saison, wo er mit Würzburg hier gespielt hat. Kennt die dritte Liga, weiß, was ihn erwartet und dementsprechend ist er auch aufgetreten. Ist natürlich ein bisschen bei beiden eine unterschiedliche Situation. Piotr hat, glaube ich, seinen Vertrag am 3.1. aufgelöst und hat dann halt bei einem Freund irgendwo in der Viertligamannschaft trainiert und für sich individuell was gemacht. Richard Weil hat das komplette Vorbereitungsprogramm beim Würzburger Kickers durchgezogen, inklusive relativ vieler Testspielminuten. Der hat also de facto einen richtig guten Zustand. Bei Piotr haben wir heute mal so ein bisschen Leistungsdiagnostik gemacht, um so ein paar Sachen eben abzuklären. Aber auch das, was er jetzt die letzten zwei Tage so gezeigt hat, das sieht man schon, dass er es halt nicht umsonst da auch 163 Erstligaspiele in Polen gemacht hat. Genau, blicken wir auf unseren kommenden Gegner, der FSV Zwickau. Die Sachsen haben am vergangenen Wochenende 1:0 gegen Mainz 05-2 gewonnen. Kommen daher vielleicht auch mit breiter Brust hierher, wollen dringend Punkte gegen den Abstieg sammeln. Wie werden die Zwickau aus Ihrer Sicht hier auftreten und was gilt es besonders zu beachten? Ja, wie immer in so einem Ostderby wird es emotional zur Sache gehen, also auch kampfbetont. Ich glaube, beide Mannschaften haben im Moment so einen ähnlichen Spielstil. Das wird eben darauf ankommen, wer dann am Ende mehr Wucht reinwirft oder vielleicht hier und da auch mal das Quäntchen Glück dann eben hat bei bestimmten Situationen. Aber auf jeden Fall wird es ein enges Spiel, wie jedes Spiel in dieser dritten Liga. Also Zwickau hat viele gute Spiele auch am Ende der Saison gemacht, die dann eben oft nicht belohnt wurden. Das Spiel gegen Münster habe ich mir im Fernsehen angeschaut. Sie hatten da so viele Chancen, wo sie eigentlich, das verlieren sie am Ende 1:0. Und jetzt gegen Mainz ist halt so auch ein bisschen das Glück für sie eben zurückgekommen. Es war wichtig, so zu starten. Das war ja ein Abstiegsendspiel. Sieht man, dass diese Mannschaft auch psychisch total gefestigt ist. Und das wird eine gute Aufgabe. Wir freuen uns natürlich und wir haben was gut zu machen. Wir sind nicht zufrieden mit dem Köln-Spiel gewesen. Von der Seite her hoffen wir hier, dass die Mannschaft dieses Spiel so annimmt, wie es ist, unter den Witterungsverhältnissen und Bodenverhältnissen, die sie hier sein werden. Die Bedingungen sind nicht optimal, aber die werden für Zwickau auch nicht optimal sein. Ich denke nicht, dass sie bessere Trainingsmöglichkeiten jetzt haben als wir, aber es ist eben de facto nicht möglich, auf Rasen zu trainieren. Wir werden also heute und morgen wahrscheinlich auch nur auf Kunstrasen trainieren. Und dann spielen wir aber hier auf Rasen, das ist dann immer wieder ein Stückchen anders, aber das gilt für die Zwickau genauso wie für uns. Und von der Seite her kommt es dann ein Stückchen auch darauf an, wer dann es mehr will, um dieses Spiel dann eben zu gewinnen und durchzudrücken. Dankeschön. Ja, Verteidiger Nils Butzen, ich begrüße dich an unserer Seite hier in der Pressekonferenz. Leider ging das Auftaktspiel in Köln 2:1 verloren. Ihr habt das Ganze auch analysiert, euch wahrscheinlich die wichtigsten Szenen noch angeschaut. Was gilt es denn aus deiner Sicht hier zu verbessern in Bezug auf das Zwickau-Spiel, wenn ihr das jetzt alles nochmal so habt Revue passieren lassen? Ja, insgesamt muss man sagen, dass wir, glaube ich, in den Zweikämpfen einfach nicht präsent genug waren und einen Großteil der Zweikämpfe verloren haben. Und dadurch, dass es nun mal im Fußball zu vielen Zweikämpfen kommt und wenn man dann den Großteil verliert, dann ist es schon schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Und das hat sich dann natürlich auch in Köln nochmal bewiesen, dass wir da auch in den entscheidenden Situationen vielleicht nicht bissig genug waren. Und genau das ist aber jetzt auch am Wochenende wieder gefordert. Und gerade gegen Zwickau, wo es wirklich viele Zweikämpfe geben wird, ist es wichtig, dass wir da sind und zeigen, dass wir zu Hause spielen, dass wir zweikampfstark auftreten können. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg, auch am Wochenende zu gewinnen. Mhm. Nun gastiert ja am Sonntag der FSV Zwickau hier. Das Aufeinandertreffen in Magdeburg gab es zuletzt vor 2 Jahren in unserer Aufstiegssaison in die dritte Liga hinein. Damals endete die Partie 0:0 vor über 15.000 Zuschauern. Ähnliche Kulisse wird am Sonntag erwartet. Wie groß ist die Vorfreude für euch oder bei euch? Ja, natürlich. Es ist erstmal ein Heimspiel, das erste 2017 und da freut sich jeder Spieler drauf. Jetzt mal unabhängig davon, dass es vielleicht noch ein Ostduell ist, wollen wir unbedingt das Spiel gewinnen und gerade vor unseren Fans. Und das hat ja diese Saison noch nicht so super geklappt. Also ich denke, da haben wir auch noch ein bisschen was gut zu machen. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass wir auf jeden Fall die letzten 3 Spiele gegen Zwickau kein Tor geschossen haben und auch nicht gewonnen haben. Von daher denke ich, dass wir da alle schon geil auf das Spiel sind und auch geil darauf sind, ein Tor zu machen und zu gewinnen. Danke, Nils.
Ja, dann gehen wir wie gewohnt hinein in die Fragerunde, liebe Pressevertreter. Der Uli Behrens beginnt bitte. Herr Nils, nach der Verletzung und der Winterpause, wie ist die Situation vom Fitnesszustand her gesehen? Denn das Stichwort war ja auch Zweikämpfe. Da spielt natürlich die Schnelligkeit auch eine Rolle und die Technik. Wie ist ja eigentlich vorhanden? Ist die Substanz ein bisschen verloren gegangen durch diese beiden Dinge, Verletzung und eben auch ja, im Trainingslager? Naja, ich denke, dass ich jetzt auch wieder genug Zeit hatte, viel aufzuholen. Und ich habe ja auch im Trainingslager alleine trainiert und auch viel an meiner Ausdauer bzw. an meinem Fitnesszustand gearbeitet. Es ist jetzt nicht so, dass ich Urlaub gemacht habe in Spanien. Nee. Deshalb denke ich, dass ich da jetzt schon wieder einigermaßen auf dem Stand bin, den ich vor der Winterpause hatte. Ob das jetzt zu 100% so ist, das kann ich jetzt nicht genau einschätzen, aber ich denke schon, dass es so ist. Danke. Machen wir erstmal Herr Walli, bitte. Herr Appel, Herr Nils Rutzner, ich bin schon dran erinnert, bisher gelangten in den FSV Zwickau unter Ihrer Führung kein Tor, auch keinen Sieg. Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag von Zwickau, auch von Ihrer Mannschaft? Möglicherweise ein neutralisierendes Mittelfeld oder wie gehen Sie die Sache an? Ja, also die Statistik wollte ich eigentlich nicht erwähnen, kennen tue ich das schon. Ja, aber wir müssen jetzt nicht immer noch mal negative Sachen rauskramen. Ja, in der Situation, ja, das ist schon wieder geärgert, aber ist dann so. Ja, also das ist klar, das ist, ich glaube nicht, dass wir hier. Aufgrund der Situation, wie Zwickau steht, aufgrund der Situation, wie die Witterungsbedingungen sind, dass wir hier. Ein Fußballspiel erleben, wo ganz großer Fußball gespielt wird, sondern es wird ein Kampfspiel werden. Und es wird, wie Nils das schon gesagt hat, ich erwarte viele Zweikämpfe. Ich erwarte, dass es eben ja, sowohl in der Luft als auch am Boden da zur Sache geht. Und dann muss man sich dann halt durchsetzen und über, sag ich mal, gewonnene Zweikämpfe dann auch zu seinem Spiel finden, um dann eben Torchancen und Tore zu kreieren. Und, das ist uns am Ende der letzten Saison eigentlich immer ganz gut gelungen und daran gilt es anzuknüpfen. Und nicht mehr, nicht weniger. Und wenn wir das machen, dann sind wir auch in der Lage, gegen Zwickau Tore zu machen. Wenn nicht, wird es in dieser Liga, egal gegen wen, schwer. Und natürlich gegen eine kampfstarke Mannschaft, die da mal alles reinwerfen wird, um irgendwo Punkte zu holen, um in die Klasse zu halten. Das ist selbstverständlich. Das ist dann zur Sache gegen Tore. Wolfram Engel, MDR. Ja, ich hatte zwei Fragen an Jens Hertel. Frage Nummer eins ist, es gab ja zum Wochenanfang jede Menge Action im Transferfenster. Und wie sehen Sie oder wie beurteilen Sie das? Hat das neuen Schwung für den ersten FC Magdeburg, für Ihre Arbeit gebracht? Und die zweite Frage ist, Sebastian Ernst ist gegangen. Der war ja in der Vergangenheit auch ein Spieler, der auch besondere Momente hatte. Ist das eine gewollte Geschichte, dass er gegangen ist, oder bedauern Sie das? Ja, natürlich waren wir nicht begeistert. Aber die andere Seite ist natürlich, wenn ein Spieler mit dem Wunsch kommt und dann mit dem Kopf und vielleicht auch mit dem Herzen nicht mehr 100% bei der Sache ist, dann ist das schon auch eine schwierige Geschichte, wo man dann eben entscheiden muss, was macht man jetzt? Ja? Und, hat man hier dann einen unzufriedenen Spieler, der dann vielleicht auch seine Leistung nicht mehr bringt, nicht mehr an das anknüpfen kann, was wir eigentlich von ihm erwarten, was er auch schon gezeigt hat, weil er dann eben im Gedanken schon woanders ist und klar für ihn war, dass er im Sommer nach Würzburg geht. Und da gilt es eben abzuwägen und dann ist halt aus der Analyse der Vorbereitung und auch des ersten Spiels eben unsere Entscheidung dann dahingehend gelaufen, dass man sagt, okay, man lässt ihn jetzt ziehen und hofft natürlich jetzt auch durch diese Verpflichtung von Richard Weil ein bisschen eine neue Dynamik auch noch mal reinzubekommen. Das ist ein ganz anderer Typ, auch eine andere Position. Aber ich denke, dass wir da jetzt auch nicht unbedingt so ganz breit aufgestellt waren. Und wie beurteilen Sie das, das war die zweite oder die erste Frage, wie beurteilen Sie das, bringt so eine Wechselgeschichte zu Beginn der Rückrunde, die ja vielleicht auch nicht ganz so gewollt war, bringt die jetzt nochmal neuen Schwung oder sehen Sie das eher als Problem für Ihre Arbeit? Na, ich denke, im Moment sieht das nicht so aus, als dass es uns Probleme bringt. Wir haben gestern eine sehr gute Trainingseinheit gehabt. Das war eigentlich mit die beste in diesem Jahr, die wir hatten. Und da ging es gut zur Sache. Es wurde gut Fußball gespielt, es war sehr intensiv.
Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es eher in die positive Richtung geht. Aber wir wissen ja selber, dass Geschichten werden am Sonntag erzählt, wenn das Spiel zu Ende ist. Und dann wird das auch beurteilt. Und daran müssen wir uns messen und das wird der Maßstab bleiben. Können wir da was Zählbares mitnehmen, dann wird das sicherlich auch positive Rückhalt finden. Ist es nicht der Fall, dann wird natürlich auch vieles negativ gesehen. So ist es dann halt im Fußball. Herr Nowak von der Bildzeitung. Ja, der 1. FC Magdeburg hat 3 Neuzugänge im Winter. Wird einer von denen, also einer ist ja wohl spielberechtigt, aber wird einer von den beiden übrigen möglicherweise schon in der Startelf stehen? Das ist möglich, ja. Sie können aber noch nicht sagen, wer? Nee, das werde ich nicht tun, haben wir bis jetzt nicht gemacht und werden wir also jetzt auch nicht machen. Also wie gesagt, wir sind da jetzt auch noch nicht ganz durch und ich glaube, es ist jetzt auch nicht sinnvoll, die Karten schon auf den Tisch zu legen jetzt. Denn der Zwickau wird schon auch registrieren, was wir in der Pressekonferenz sagen. Herr Holschein, Volksstimme, Entschuldigung. Zum Piotr vielleicht nochmal, der zuletzt vor allem als Stürmer oder auch hin und wieder, wie er mir gesagt hat, im offensiven Mittelfeld gespielt. Auf welche Position sehen Sie ihn? Könnte er schon was sagen? Also so der erste Eindruck sagt mir, dass es halt ein offensiver Spieler ist, entweder auf dem Flügel links, rechts oder eben so als hängende Spitze, so, also in der Zentrale. Das sind so die Positionen, die ich denke, die er begleiten könnte. Gibt es weitere Fragen? Ja, wenn dies nicht der Fall ist, dann schließen wir die Pressekonferenz an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihr Kommen und wir freuen uns am Sonntag auf ein spannendes und faires Ostduell. Vielen Dank.